Sarah Wagenknecht vernichtet in ihrer neuesten Rede nicht nur die Ampelkoalition, sondern auch die CDU-CSU, die mit immer verrückteren, kriegstreiberischen Forderungen die Strack-Zimmermanns und Hofreiters in der Ampel sogar noch überflügelt. Ich meine, wir erinnern uns an einen Roderich-Kriesewetter, der gesagt hätte, man müsse den Krieg nach Russland tragen und deswegen der Ukraine Taurus liefern. Ja, am besten, damit Deutschland auch noch zu einem Angriffsziel wird. Also wirklich völlig irre, was die CDU da abzieht. Sarah Wagenknecht rechnet mit ihr ab. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Union hat offenbar den Ehrgeiz, allen, die die Nase gestrichen voll haben von dieser desolaten Ampel, eindringlich zu demonstrieren, dass es für unser Land tatsächlich noch etwas Schlimmeres geben könnte als einen Kanzler Olaf Scholz. Und das wäre ein Kanzler Friedrich Merz. Schon die Regierung Scholz hat eine rote Linie nach der anderen überschritten. Inzwischen sind wir so weit, dass deutsche Luftwaffenoffiziere in aller Seelenruhe darüber debattieren, wie man mit deutschen Marschflugkörpern russische Ziele zerstören kann. Und nein, der Skandal besteht nicht darin, dass sie sich dabei belauschen lassen. Der Skandal besteht darin, dass es mittlerweile normal scheint, solche Debatten zu führen. Unsere grandiosen Militärexperten von den Grünen belehren uns jetzt seit 2 Jahren, welchen Gamechanger wir als nächstes liefern müssen, damit die Ukraine damit garantiert den Krieg gewinnt. Die FDP gibt der Ja, es gibt keine Wunderwaffen, aber nochmal zum Taurus. Liegt der eigentliche Skandal, also da liegt Sarah Wagenknecht schon mal richtig, besteht nicht darin, dass Feinde sich gegenseitig, natürlich belauscht Russland uns, und natürlich versuchen wir die Russen zu belauschen. Also das, ja, dafür ist ein Geheimdienst da, ein Geheimdienst soll herausfinden, was auf der anderen Seite los ist. Und deswegen haben wir ihn und deswegen haben die Russen ihn auch. Aber der eigentliche Skandal ist tatsächlich nicht mal, dass die Militärs hier irgendwelche Planungen machen, sondern die Art und Weise, wie diese Planungen vorgenommen werden. Also die normale Befehlsstruktur ist, dass der Bundesverteidigungsminister einen Auftrag gibt, plant mal bitte die und die Szenarien ein. Und die Militärs planen die dann. Und da könnte man sagen, okay, ja, das ist ja die Aufgabe des Militärs, dass sie alles berücksichtigen sollen. Aber was haben die Militärs hier gemacht? Die Militärs haben hier darüber diskutiert, wie man Taurus in die Ukraine liefern könnte, ohne dass es so aussieht, als sei Deutschland beteiligt. Also sie haben hier versucht, dem Minister offenbar eine politische Entscheidung schmackhaft zu machen. Also sie haben hier anscheinend nicht auf Weisung des Ministers gehandelt, sondern ein gewisses Eigenleben entwickelt. Und was jetzt noch viel schlimmer ist, das hat Dirk Pohlmann relativ gut aufgedröselt, die Militärs haben zuerst mit ihren amerikanischen Partnern gesprochen. Mit Witzbach und Schneider, so hießen die beiden. Anstatt zuerst mit dem deutschen Verteidigungsminister, dem deutschen Kanzler zu reden, haben sie zuerst mit den Amerikanern intern darüber gesprochen. Also das ist der eigentliche Skandal. Es wird nicht mit der deutschen Bundesregierung geredet, sondern mit einer fremden Macht. Und das lässt doch arg daran zweifeln, wie groß die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland eigentlich ist, wenn intern zuerst die Details mit unserem amerikanischen Hegemon besprochen werden und nicht mit der eigenen Bundesregierung, die ja eigentlich über so etwas entscheiden sollte. Der Union und der Opposition damit inzwischen Formulierungshilfe, um einen Waffenantrag gegen den Kanzler durchzusetzen. Und in der CDU schwärmen Leute wie Herr Kiesewetter davon, mit deutschen Raketen Ministerien in Moskau zu zerstören. Also wenn der Papst dann in diesen ganzen Wahnsinn hineinruft, dass Kiew lieber verhandeln sollte, als das Land in den Selbstmord zu treiben, dann wird sogar er als Putin-Troll von Ihnen allen niedergemacht. Also wer diese Debatte verfolgt, der kann sich doch nur noch fragen, haben Sie wirklich alle den Verstand verloren? Die ganze Welt außerhalb der deutschen Politblase weiß, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass in der Ukraine schon lange nicht mehr gesiegt, sondern nur noch gestorben wird, brutal und blutig, jeden Tag, und dass auch Taurus daran überhaupt nichts ändern würde. Das Einzige, was sich ändern würde, ist, dass Deutschland damit in den Augen Russlands wohl definitiv zur Kriegspartei würde. Und deshalb, ich komme zum Schluss, womit Sie hier fahrlässig spielen, das ist die Sicherheit und im schlimmsten Fall das Leben von Millionen Menschen in Deutschland. Und deshalb kommen Sie endlich zur Besinnung, bevor es zu spät ist. Ja, definitiv, Deutschland müsste, wenn es Taurus liefern würde, wahrscheinlich eigene Soldaten in die Ukraine schicken.
Und ja, dann wäre die Frage, alles als legitime Angriffsziele erachtete. Also mindestens die Soldaten, die dann da vor Ort wären. Also dann würden ziemlich viele Särge hier nach Deutschland zurückkehren. Also das wäre das Allermindeste, was dann geschehen würde. Aber ja, was soll man dazu sagen? Die Militärs haben in diesem Taurus League selber gesagt, dass die Taurus keine großen Änderungen des Kriegsverlaufs bewirken würden. Also die können einige Sachen, die können die Krimbrücke zerstören, die können Munitionsdepots im russischen Hinterland, also auf völkerrechtlich russischem Staatsgebiet angreifen. Ja, schön, wenn mal solche Planungen vorgenommen werden, wie man offensive Aktionen gegen Russland durchführen könnte, aber sie werden den Kriegsverlauf nicht ändern. Also wir machen uns zur Zielscheibe, wir mendeln da voll rein, wir geben der Ukraine weitere Waffen, von denen man nicht mal weiß, was die Ukraine damit machen wird. Also die Ukraine ist einer der korruptesten Staaten der Welt. Das Pentagon hat von 59% der Waffen, die es dahin geschickt hat, keine Ahnung, wo die mittlerweile sind. Also ja, aber wir liefern die mal, gucken, was passiert. Also ja, die Lage in diesem Land, die kann man echt nicht mehr in Worte fassen. Es ist nur noch zum Verzweifeln. Und Sarah Wagenknecht hat es hier völlig richtig gesagt, die CDU wäre wahrscheinlich noch schlimmer als gerade die Ampelkoalition. Denkt nicht, dass Schwarz-Grün oder Schwarz-Gelb-Blau oder was dann auch immer kommen wird, eine bessere Alternative sein wird zu dem, was da gerade passiert.